Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist Antro und heute geht es um Fragen und Antworten. Ich habe auf diversen Kanälen gebeten, mir Fragen zu schicken, weil ich mal wieder Zuschauerfragen beantworten wollte. Und darum wird es jetzt hier gehen. Das Gute ist, heute gibt es mal keine Werbung, nicht mal für meine geliebte WBG, aber ich wollte ein bisschen auf meine anderen Aktivitäten hinweisen. Es gibt einen großartigen Discord-Kanal mit über 1000 Leuten, da bin ich sehr, sehr häufig zu sehen. Also wer seine Fragen nicht mehr gestellt bekommen hat, es gibt nicht nur dieses Video, auch im Discord-Kanal kann man jederzeit fragen. Ich habe einen Twitch-Kanal, darauf habe ich dieses Video auch in großen Teilen aufgenommen. Auch da unbedingt mal reinschauen, ist immer sehr nett. Und es gibt mein Merchandise. Also von der allmächtigen Kirche bis zum Bullshit-Bingo, alles Mögliche. Und alles schmeckt besser aus einer Geschichtsfenstertasse. Vertraut mir. Soviel zu meiner Werbung in eigener Sache. Weiter geht's zu den Fragen. Fangen wir mit dem ersten Block an. Das sind mehr oder weniger persönliche Fragen. Entweder direkt zu mir oder zu meiner Meinung zu bestimmten Dingen. Das habe ich von den Fachfragen mal ein ganz klein bisschen getrennt, obwohl es überschneidet. Und Rappixt fragt, vermutlich schon tausendmal gefragt, aber für die neuen Abonnenten, wie hast du dir dein Wissen über das Mittelalter angeeignet? Studium, Schule, Ausbildung, autodidaktisch? Ja, alles ein bisschen. Ich war schon immer sehr interessiert am Mittelalter. So als Kind habe ich schon alle Bücher verschlungen, die ich in die Richtung bekommen habe. Und ich wollte, als andere von Autos geträumt haben, ich wollte eine Rüstung haben. Habe ich mir viel später auch gegönnt. Dann viel autodidaktisch, also viel gelesen und angefangen, Lab zu betreiben, Living History zu betreiben. Dann habe ich mich selbstständig gemacht als historischer Darsteller oder Kulturvermittler, wie ich es gerne nenne. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich habe das Studium aber nicht beendet. Das wollte ich auch nie. Es war mein dritter Bildungsweg. Ich habe an der Fernuni Hagen studiert. Das ist eine ziemlich gute Uni eigentlich. Also gerade in dem Bereich sehr gute Professoren, sehr gute Module. Und ich hatte auf die Nebenfächer von Anfang an relativ wenig Bock und habe dann auch nie einen Bachelor gemacht. Ich habe alle Geschichtsmodule belegt, die man dazu bräuchte. Aber ich hätte jetzt irgendwie noch vier Module aus irgendwelchen Nebenfächern machen müssen. Und dazu hatte ich keine Lust. Es war auch nie so, dass ich gesagt habe, ich werde irgendwann als Historiker arbeiten. Gut, so kann man sich irren. Jetzt arbeite ich als sowas Ähnliches. Aber daher, ja, ich habe studiert. Nein, ich habe keinen Abschluss. Aber ich habe über 10 Jahre Berufserfahrung als Kulturvermittler, als Berater für Sachkultur und so. Ich arbeite für Museen, ich habe schon für Unis gearbeitet, für Schulen und so. Also ich behaupte mal, dass ich ein bisschen Fachwissen habe und das ist auch von Leuten, die mehr Fachwissen haben, durchaus anerkannt. Stille 969 von Frankfurter zu Frankfurter. Was ist deine Meinung zur Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt zwischen Dom und Römer? Wer das nicht kennt, zwischen dem Rathaus in Frankfurt und dem Dom wurde ein ganzes Viertel neu gebaut, nämlich die Altstadt wurde rekonstruiert. Da stand vorher das Technische Rathaus und wer das kennt, der kann vielleicht nachvollziehen, dass meiner Meinung nach die Altstadt auf jeden Fall eine Verbesserung ist, denn das Technische Rathaus war unfassbar hässlich. Aber es ist natürlich ein schwieriges Thema. Da wurde die Altstadt halt nicht 1:1 rekonstruiert. Einige Gebäude schon, aber viele Gebäude wurden im Grundaussehen rekonstruiert. Also so von den Ausmaßen. Ich habe Besuch, meine Katze ist da. Wundert euch nicht, dass ich plötzlich so ein Mikrofon reinkomme. Das ist meine Mini. Aber es ist natürlich so, hat so ein bisschen Disneyland-Look und ist auch ein bisschen klinisch dadurch. Es ist schwierig zu sagen. Ich finde es besser als das, was vorher da war, aber aus historischer Sicht natürlich teilweise fragwürdig. Aber letztlich, die meisten Innenstädte sind historisch fragwürdig. Hans Lebeknecht 7981 fragt, gibt es historische Filme, die du trotz miesester Ausstattung genießen kannst? Zum Beispiel aufgrund von guter Geschichte oder Schauspiel. Ich finde zum Beispiel Braveheart immer noch einen großartigen Film, obwohl er mit Geschichte so viel zu tun hat wie Der Herr der Ringe. Und Der 13. Krieger ist mein absoluter Guilty Pleasure. Also Braveheart habe ich mir irgendwann, glaube ich, satt gesehen. Der ist mir zu komisch. Weiß ich nicht. Aber es gibt so Filme. Ich mag Ritter aus Leidenschaft gerne. Auch weil er durchaus Bestandteil der ritterlichen Kultur richtig rüberbringt. Also historisch natürlich nicht, aber die Zusammenhänge sind nicht falsch. Ich mag den Director's Cut von Königreich der Himmel. 13. Krieger, ja, Guilty Pleasure passt schon. Mag ich auch. Also ich kann das durchaus trennen, aber dann muss der Film halbwegs gut sein. Also sowas wie jetzt letztens Last Duel oder sowas ist also einfach als Film nicht gut. Und dann ist die Ausstattung da quasi noch das i-Tüpfelchen drauf. Also
Aber ein guter Film mit schlechter Ausstattung kann ich mir wie ein Fantasy-Film angucken. Geht super. Wenn du ohne Grenzen von Aufwand oder Geldmittel eine Geschichte aus dem europäischen Mittelalter als Film oder Serie umsetzen könntest, welche wäre das? Muss ich nicht lange nachdenken. Das wäre der Aufstieg und Fall des Herzogtums Burgund im Spätmittelalter. Das ist eine unfassbar großartige Geschichte. Einer der Söhne des französischen Königs wird mit Burgund belehnt, schafft es durch Heiratspolitik ein ziemlich großes Reich anzusammeln, bekommt Flandern, also eine sehr reiche Region in der Zeit. Und es gibt dann vier Herzöge, bis Karl der Kühne am Ende an seinen Ambitionen scheitert, die gegen die Schweizer mehrere Schlachten verliert und sein Leben verliert und somit das Herzogtum Burgund wieder untergeht, also als Reich untergeht. Er gab da große Ambitionen, daraus ein Königreich zu machen, quasi zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich. Es lag in beiden Regionen, er war also Lehnsmann beider Herrscher. Ist eine unfassbar spannende Geschichte und die burgundische Kultur dieser Zeit, also gerade was Kunst angeht, was Buchmalerei angeht, was Mode angeht, aber auch so militärische Dinge, war Burgund sehr, sehr weit vorne. Und das ist so eine Geschichte, also allein die Ausstattung würde so unfassbar teuer werden und wäre so unfassbar aufwendig. Das würde ich gerne sehen. Ich fürchte immer, irgendwann verfilmen sie das und machen eine ganz schlechte Ausstattung draus. Jurio27, welche heutige deutsche Stadt ist deiner Meinung nach die Stadt, der man am besten das Mittelalter noch spüren kann? Ich würde keine deutsche Stadt wählen, ich würde sofort Brügge sagen. Brügge ist absolut einmalig. Ich kenne keine Stadt, die so Mittelalter atmet und so von der Bausubstanz an das Mittelalter heranreicht wie Brügge. In Deutschland wird es ein bisschen schwieriger. Denn die meisten Leute kennen Rothenburg ob der Tauber, das ist aber so ziemlich überlaufen. Das wäre so gar nicht mein Favorit. Ich würde Bamberg nennen. Dinkelsbühl auch, wobei Dinkelsbühl hat unfassbar viel historische Bausubstanz, aber es sieht nicht aus, wie wir uns das vorstellen, denn das Fachwerk ist meistens verputzt. Und das ist dann so ein bisschen merkwürdig anzusehen. Also es ist nicht das, was wir uns darunter vorstellen, aber ansonsten eine sehr, sehr brauchbare Stadt dafür. Aber da gibt es, glaube ich, viele. Also auch Quedlinburg ist eine Stadt, in der man sehr viel alte Bausubstanz hat. Wir haben schon so ein paar echte Perlen. In Lüneburg findet man einiges, Lübeck auch. Also es gibt wirklich einige. Mich würde interessieren, wie lehrreich du dein Fernstudium einschätzt. Gab es viele Bereiche, die dir während der Hut vorkamen? War die Balance zwischen vorhandenem Wissen und neuem Wissen gut? Oder kann man eher sagen, dass man beim Studieren schockiert ist, wie viel man eigentlich nicht weiß, obwohl man sich für interessiert hält? Ja, das trifft so ungefähr. Also das Studium hat mir wenig neues Wissen über das Spätmittelalter, überhaupt das Mittelalter an sich eingebracht. Also da ging es gar nicht so viel, dass ich danach mehr wusste. Aber es hat mir viel Handwerkszeug beigebracht, also viel Hintergrund, Quellenarbeit, wirklich den fachlichen Hintergrund. Also die Fakten, die gingen so, da habe ich nebenher mehr gelernt, weil man kommt eben so, man sitzt an der Hausarbeit und dann fängt man an zu recherchieren und da ist natürlich viel Wissen reingekommen, ganz klar. Aber das ist ja nicht der Kern eigentlich des Studiums. Wir hatten da sehr gute Module, die haben ein ganz breites Thema abgedeckt, zum Beispiel die Ständegesellschaft von der Antike bis zur Französischen Revolution. Einmal komplett durch. Also das ist so, ne? so ein Block Lesestoff, den man da bekommt. Und das ist noch ein kleiner. Es gibt da wirklich eine Menge, was man an Lesestoff, den man zugeschickt bekommt in meinem Fall. Und da sind ganz breite Themen. Und in den Prüfungen und so spezialisiert man sich dann auf einen Teil. Dann nehme ich also ein Thema raus. Bei mir zum Beispiel habe ich dann das Thema im Spätmittelalter genommen, daraus eine Fragestellung aufgenommen und daraus eben eine Hausarbeit gemacht. Da ist man relativ frei, was man wählt. Also man kann durchaus in seinem Gebiet bleiben. Ab und zu kriegt man auch mal den Hinweis von den Dozenten, jetzt machst du mal ein anderes Thema, jetzt ist mal genug Mittelalter. War bei mir zumindest so. Was ich aber ganz gut fand. Aber das, was ich eben gelernt habe, das war komplett neu. Davon wusste ich gar nichts. Also ich hatte so, ja, ich bin geschichtlich interessiert, aber alles, was da wirklich an Inhalten kam, war komplett neu für mich. Kannte ich vorher überhaupt nicht. Und es war wirklich so eine Reise in den Kaninchenbau. Ganz, ganz tief. Also ich kann es jedem nur empfehlen, sowas zu machen, selbst wenn das nur aus Interesse macht. Man kann an der Fernuni Hagen zum Beispiel auch als Gasthörer ohne Prüfungen mitmachen. Es lohnt sich total. Würdest du sagen, dass die zeitliche Abgrenzung des Mittelalters ca. 500 bis 1500 nach Christi sinnvoll ist oder eher willkürlich? Falls letzteres zutrifft, welche zeitliche Abgrenzung würdest du sinnvoller finden? Die Abgrenzung Mittelalter löst genauso viele Probleme, wie sie verursacht. Das ist
wir haben da, das Mittelalter ist kaum greifbar, weil diese 1000 Jahre, da verändert sich so vieles. Das Frühmittelalter und das Spätmittelalter haben viele Dinge gemeinsam und viele überhaupt nicht. Und auch diese Grenze 1500, irgendwo um 1500, jetzt gehen wir vom Mittelalter in die frühe Neuzeit. Es gibt ganz viele Punkte, wo man das gut begründen kann, weil sich Dinge verändern. Agrarstruktur, die Gesellschaft, der Adel, die Städte, militärisch. Es gibt unfassbar viele Beispiele, wo man sagen kann, ja, da ist eine neue Zeit angebrochen. Und dann ganz viele, wo man sagen kann, da passiert gerade gar nichts. Warum machen wir jetzt da einen Wechsel? Was für ein Quatsch. Aber irgendwo müssen wir ihn machen. Und es gibt auch andere Modelle. Es gibt zum Beispiel das Modell Alteuropa. Das hatten wir auch an der Uni übrigens. Von den ersten Schriftquellen Griechenlands bis zur Französischen Revolution ist so einmal Alteuropa. Und da kannst du wieder mit verschiedenen Epochen arbeiten. Die haben alle dasselbe Problem. Sie funktionieren auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite gar nicht. Aber ich benutze sie vor allen Dingen deswegen, weil die Leute es kennen. Wenn ich vom Mittelalter spreche, dann wissen die Leute, wo ich sie abhole. Beim 15. Jahrhundert wird es schon schwierig. Und deswegen, ich bin auch wenn so Dokus damit anfangen und irgendwie vom Mittelalter reden und tatsächlich sind wir schon im 16. oder sogar im 17. Jahrhundert, dann rede doch von der Vormoderne oder sowas. Das sind doch sinnvoller Begriffe, wenn ich das irgendwie einkreise. Oder ich sage Mittelalter und frühe Neuzeit, kann ich alles machen. Aber genau da ist eben, ich kann nicht sagen, dass es eine perfekte Lösung ist, aber es ist eine, die ich benutzen muss, weil sie in den Köpfen der Leute drin sind. Und ich kann jetzt nicht versuchen, im Alleingang eine neue Epocheneinteilung durchzudrücken. Das ist Quatsch. Ich muss mich schon an das ungefähr halten, was so allgemeiner Standard ist. Ich fände es gut, wenn sich eine neue Epocheneinteilung irgendwann durchsetzen würde. Wäre ich der Erste, der es benutzen würde. Aber solange das nicht der Fall ist, bleibe ich bei dir. Die Frage, die dazu direkt auch passt, ist, erklär mal, wann das Mittelalter anfängt und wann es endet und woran die Historiker das festmachen. Ja, der Anfang ist tatsächlich so, die Antike ist vorbei, das Römische Reich geht unter und es bilden sich neue Strukturen. Es bilden sich Nachfolgestaaten und eine dieser Nachfolgestaaten oder erstmal eine dieser Nachfolgestaaten wird größer und wichtiger. Also das sind wir so um 500, auch sehr, sehr schwankend. Rom ist ja auch nicht komplett untergegangen. Also das Oströmische Reich ist noch da und zwar ziemlich lange und das Weströmische hat sich transformiert. Es ist ja hat nicht geendet, es hat sich transformiert und dann haben wir den Übergang zum Hochmittelalter, eben der Feudalstaat wird stärker. Die Schlacht von Hastings wird ja gerne genommen. Die Normannen erobern England und England als Staat entsteht. Dann der Übergang ins Spätmittelalter. Das Ende des Spätmittelalters ist tatsächlich an vielen Punkten festzumachen. Da gibt es die Eroberung von Konstantinopel, also der Untergang des Oströmischen Reiches. Wir haben die Entdeckung Amerikas. Manche nehmen sogar schon den Buchdruck. Der ewige Landfrieden 1495, der das Fehdewesen unterbindet. Die Reformation, das Jahr 1500 selbst, da gibt es ganz viele Beispiele, an denen es festgemacht wird. Aber wir haben eben so eine Übergangszeit, die relativ eng ist. Noch ebenfalls dazu, du ziehst vor allem in deiner Reaktion immer eine wahnsinnig strenge Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit. Also Gefühl hast du schon öfter in Dokus verrissen, dass 1501 noch als Mittelalter bezeichnet wird. Aber ich als Laie würde immer denken, dass bei einem Großteil der behandelten Themen so gut wie keinen für den Durchschnittszuschauer erkennbaren Unterschied gibt, ob man jetzt von 1480 oder 1520 spricht. Zum einen ist mir das deswegen wichtig, weil es halt handwerklich schlecht ist. Ja? Das ist so, man redet vom Mittelalter, aber kümmert sich nicht darum, wovon man eigentlich redet. Das ist einfach, selbst wenn es egal wäre, wäre es einfach handwerklich schwach. Das andere, der Unterschied ist sogar sehr groß in vielen Bereichen. Nehmen wir Mode. Ich kann wunderbar zwischen 1480 und 1520 unterscheiden, weil die Mode sich komplett umgekrempelt hat. Total. Wir sind bei 1480 sind wir in der Gotik. Deutlich sichtbar. Wir haben die Schnabelschuhe, wir haben die enge Taille, wir haben die lang gen Himmel strebende Silhouette des Menschen und 1520 sind wir mitten in der Renaissance. Es geht in die Breite, das Barett ist da, der Kuhmaulschuh ist da, die Menschen sehen vollkommen anders aus in ihrer Optik.
Total. Auch Schönheitsideal hat sich gewandelt in dieser kurzen Zeit. Und das haben wir bei vielen Dingen. Das können wir bei Waffen sehen. Die Waffenrüstung 1480 und 1520, zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Die Kriegsführung hat sich einmal komplett umgekrempelt. Die Schriftkultur hat sich umgekrempelt. Also das sieht man auch ganz, ganz deutlich. Die Handschriften sind quasi tot. Selbst Stundenbücher kaum noch da. Dafür hat sich der Buchdruck und die Kultur des Buches nochmal komplett gesteigert. Also in diesen 40 Jahren, die du nennst, passiert so viel, dass ich das tatsächlich in zwei vollkommen unterschiedliche Epochen setzen würde. Auch gerade so modisch und so. Also da sind wir im England zum Beispiel in der Tudor-Zeit. Die Renaissance ist in Nordeuropa angekommen, hat da eine eigene Ausprägung. Also das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied. Deswegen finde ich die Trennung da auch durchaus wichtig. Und dann noch, was wäre dein Traumkonzept bei Museen? Oh, das kann ich tatsächlich nur ganz schwer sagen, denn da gibt es Unterschiede. Also ich komme aufs Museum an. Ich mag tatsächlich so altmodische Museen, die vor allen Dingen Sammlungen sind. Ohne groß irgendwelche Erklärungen, ohne groß didaktisches Konzept. Das ist okay, wenn es das Konzept dieses Museums ist, wir sind eine Sammlung. Super, mehr brauche ich nicht. Kunstmuseum, ein Bild neben dem anderen. Super, bin ich dabei. Wenn das Museum aber eben vor allen Dingen didaktisch arbeitet, da muss gar nicht mal eine große Sammlung da sein. Also es gibt in Zülpich, wie heißt das genau? Museum für Badekultur. Und das ist großartig. Die haben eine die antike Abteilung ist sowieso toll, weil die haben eine komplette Therme da ausgegraben. Erdgeschoss ist eine römische Therme, fantastisch. Und dann kommt man in den ersten Stock und da ist das Mittelalter. Und die haben fast nichts, die haben kaum Exponate, wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Aber es ist zum Thema Hygiene im Mittelalter vielleicht das Beste, was ich kenne, weil sie arbeiten mit Bildern, sie arbeiten mit Texten, sie haben wirklich ein ganz großartiges didaktisches Konzept. Finde ich auch gut. Oder auch das Hanse-Museum in Lübeck, das ja mit ganz vielen Replikaten arbeitet. Alles gut. Und dann gibt es halt Museen, wo es mich einfach weggruselt. Also es gibt ein prominentes Museum in Bayern, das mit Mittelalter zu tun hat. Die haben auch viele nette didaktische Ideen, die sind alle echt schlecht umgesetzt. Und was man dann lernt, ist, die Leute haben in kleinen Betten geschlafen, sie haben grob behauene Trippen getragen, die Rüstungen waren alle viel zu schwer und unsinnig. Also da kann man so Rüstungsteile anhalten und da ist eine Lederrüstung dabei. Und ein Ringpanzer, also ein Kettenhemd. Und das muss man quasi aus den Schultern heben, damit man auch bloß den Eindruck hat, es ist möglichst schwer. Und da frage ich mich, wer macht sowas? Wer macht so ein Konzept? Ich verstehe es nicht. Ich hätte auch eine Frage. Es geht um Schönheitsideale der Frauen im Mittelalter. Wie kam es, dass die Frauen, die schwanger aussahen, als Schönheitsideal galten? Das ist so ein Problem, denn wir sehen die heute als schwanger. Die Menschen damals gar nicht. Es gibt da ein Beispiel, das werde ich einblenden, die Arnolfini-Hochzeit. Da hatte ich auch schon Diskussionen, dann haben Leute gesagt, ja, aber die ist ja schwanger. Wenn es ein Hochzeitsbild ist, wieso ist die schwanger? Wir wissen inzwischen, es ist wahrscheinlich gar kein Hochzeitsbild, das ist so eine spätere Zuschreibung. Aber die Frau auf dem Bild ist nicht schwanger. Die hält ihr Kleid vor den Bauch und es soll natürlich daran erinnern, denn dass Frauen ihr Becken vorschieben im Mittelalter, das haben wir ganz häufig. Frau steht so im Kontrapost und schiebt ihr Becken vor. Das geht halt um dieses, ja, gewehrfreudige Becken. Je mehr, desto besser. Das ist das Schönheitsideal. Also das, auch wenn wir einen nackten Frauenkörper sehen, kleine Brüste, breite Hüften, wir würden es als Bauch bezeichnen. Also es ist eine ganz andere Form als das, was heute ideal ist. Das soll eben nicht schwanger darstellen, es erinnert uns nur daran. Das ist unsere Sicht, die das Ganze macht. Aber ja, das Schönheitsideal bei Frauen ist tatsächlich ein völlig anderes als heute. Das haben wir auch so im Gesicht, hoher Stirnansatz oft. In der burgundischen Mode zum Beispiel noch viel, viel krasser, der wird auch ausrasiert. Auch gezupfte Augenbrauen haben wir teilweise. Aber in der gesamten Gotik, also selbst schlanke Menschen werden in der Gotik fast immer mit so einem leichten Doppelkinn dargestellt. Das ist da einfach sehr beliebt. Für mich nicht schlecht. Ich lebe das Ideal der Gotik. Aber es ist eben nichts, dass die Frauen, die sehen für uns schwanger aus, nicht für die damaligen Menschen. Gab es im Mittelalter sportliche Vergleiche zwischen Dörfern, Städten, Regionen abseits des Turnierwesens? Also eher aus der einfachen Bevölkerung. Es gibt zum Beispiel Schützenfeste.
Und die sind auch überregional. Da haben sich auch Briefe erhalten, dass Einladungen an andere Städte ausgesprochen wurden, sich zu einem Schützenfest zu treffen. Und am Rand solcher Schützenfesten gibt es auch andere körperliche Dinge. Also wir kennen Wettlauf, wir kennen Steine weit werfen, wir kennen auch diverse Kunststücke, aber auch Sport, also Spiele wie zum Beispiel Hockey, so eine Art Rasenfeldhockey war offensichtlich sehr beliebt. Da gibt es viele Sachen, auch Kegeln finden wir immer wieder. Wie das zwischen Dörfern ist, ist nicht ganz klar. Da fehlen wieder die Quellen. Aus dem dörflichen Bereich fehlen uns ja relativ oft genauere Quellen. Was da aber reinfällt, ist sicherlich Tanzen. Tanzen war etwas, was auch durchaus einen Konkurrenzcharakter hat. Und es gibt auch, wir haben da spätere Quellen, leider nicht aus dem Mittelalter, dass dörfliche Tänze absichtlich kompliziert waren, damit die aus dem Nachbardorf nicht mittanzen konnten. Also eine Art Abgrenzung. Und natürlich ist da auch immer der Versuch, andere zu beeindrucken, sich selbst darzustellen. Das haben wir auf jeden Fall. Sowas wie irgendwie Sportwettbewerbe im Sinne der Olympiade im alten Griechenland. Sowas haben wir nicht. Das fehlt wohl völlig. Wie war damals die Einstellung zum Sex vor der Ehe? Auf der einen Seite ein sehr christliches Weltbild, aber gleichzeitig die Geschichten ritterlicher Eroberung von Frauen. Ja, das mit den ritterlichen Eroberungen ist ein bisschen ein Problem, denn da geht es ja um die Minne. Das ist ja keine wirkliche Eroberung. In der Minne ist auch, ich halte nicht viel von diesem Unterschied zwischen höherer Minne und niederer Minne. Das ist so. Meiner Meinung nach eine spätere Sache. Also niedere Minne ist keine Minne. Aber es geht ja nicht um die wirkliche Eroberung der Frau. Es geht um die Umwerbung. Es geht eben um die Minne. Das ist in Geschichten teilweise anders. Da kommt es dann zur Eroberung, klar. Aber generell war natürlich Sex vor der Ehe ein Tabu. Absolut gesellschaftliches Tabu. Dass es trotzdem vorgekommen ist, ist uns klar. Aber die Einstellung dazu ist grundsätzlich eher. Nee. Und in den ritterlichen Geschichten, die edelsten Ritter sind die, die widerstehen. Die eben nicht erobern, sondern wo die Frau versucht, den Ritter zu erobern. Das ist in Geschichten ganz, ganz häufig, dass es so rum ist und der Ritter dem widerstehen muss. Manchmal tut das nicht, aber wenn er es nicht tut, dann muss er Buße tun und alles Mögliche. Wie war es eigentlich mit der Sklaverei im Mittelalter und wie überschneidet und grenzt sich das von der Leibeigenschaft ab? Das ist ein schwieriges Thema. Leibeigenschaft ist sowieso ein Wort, das nach dem Mittelalter erst auftaucht. Ich wüsste nicht, dass im Mittelalter in der Form aufgetaucht ist. Hörige ist eher was unfrei, könnte man sagen. Der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem unfreien im Sinn des Mittelalters ist, dass der Sklave einfach weggehandelt werden darf. Der ist eine Sache, den kann ich verkaufen, den kann ich kaufen, wie ich möchte. Mit dem Unfreien geht das nicht, der ist an die Scholle gebunden, der ist an das Land gebunden. Verkaufe ich das Land, verkaufe ich auch den Unfreien. Aber der Unfreie hat auch durchaus Recht, ist ja eine gegenseitige Geschichte, der muss geschützt werden und so. Wir haben im Mittelalter trotzdem Sklaverei, im Frühmittelalter noch relativ viel, also auch so vor allem außerhalb des christlichen Raumes, der sich ja ausbreitet. Natürlich auch so, wenn wir gucken, Skandinavien, die Wikinger, die handeln mit Sklaven. Im Mittelmeerraum haben wir Sklavenhandel, auch mit afrikanischen Sklaven durchaus schon. Und Slaven, das Wort ist, ja, da kommt es her. Nicht-christliche Sklaven, soweit ist es schon. Nicht-christliche Slaven wurden als Sklaven gehandelt, auch teilweise in den Orient, also über Byzanz und so. Christen zu Sklaven zu machen, das war offiziell nicht erlaubt. Die Kirche hatte ja früh eine Meinung zu, denn in der Antike musste sie sich damit auseinandersetzen und es war im Prinzip so, wird ein Sklave zum Christen, bleibt er Sklave, aber ein Christen versklaven, das geht nicht für einen Christen. Man muss sich halt arrangieren und dementsprechend nimmt die Sklaverei zumindest in Nordeuropa, verschwindet quasi völlig. Lohnt sich auch nicht, ist nicht sinnvoll, dafür gibt es andere Möglichkeiten. Im Mittelmeerraum bleibt sie im Prinzip immer, aber weniger als Arbeitssklaven, vor allem Haussklaven. Das haben wir immer wieder, dass irgendwelche Diener da sind. Die werden gar nicht als Sklaven bezeichnet. Man hat sie ja trotzdem gekauft. Und dann sind sie da. Dazu muss man natürlich auch sehen, das Ideal der Freiheit, wie wir das heute kennen, das gibt es im Mittelalter nicht. Freiheit bedeutet, keinen Schutz zu genießen. Vogelfrei ist kein erstrebenswerter Status. Wer einen Herren hat, der genießt auch Schutz. Rechtlichen, militärischen, der hat jemanden, der auf ihn aufpasst. Keinen Herren zu haben, ein Vagant zu sein, ein Fahrender zu sein, man ist im Prinzip ausgestoßen. Jemand, der etwas darstellen will, der hatte einen Herrn. Ohne Ausnahme. Letztlich hat selbst der Kaiser einen Herrn, nämlich Gott über sich. Und die Vorstellung von Freiheit hätte einen Menschen damals eher geängstigt.
der hatte nicht dieses Ideal, ja, ich bin frei, kann tun, was ich möchte. Sondern es war wichtiger, in welchem Beziehungsgeflecht man ist, wessen Gefolgsmann man war. Also auch der Gefolgsmann zu sein, daraus haben die auch Stolz gezogen. Das war ganz wichtig, wessen Gefolgsmann man ist. Wie sah es mit Freizeitbeschäftigung aus? Gab es so etwas wie Hobbys? Wenn ja, macht es einen Unterschied, welches Geschlecht die Person hat oder welchem Stand sie angehört hat? Ja, natürlich macht es einen Unterschied, denn es ist die Frage, ob man Freizeit hat. Und Hobbys, wie wir es heute sehen, quasi so Hobby als Selbstläufer, gab es eigentlich nicht. Es gibt so Leidenschaften. Also wenn jemand Bücher sammelt und so, das ist ja ein Hobby. Der Duc de Berry, der seine Stundenbücher sammelt, ja, der hat ein Hobby. Wenn ein Ritter die Jagd besonders gerne betreibt, dann ist es auch quasi ein Hobby. Aber es hat nie so diesen reinen eskapistischen Charakter, wie wir es heute haben. Also jemand, sowas wie eine Modelleisenbahn bauen, wäre im Mittelalter unbekannt gewesen. Das Geschlecht macht natürlich auch einen Unterschied, denn ein Mann, der darf durchaus Freizeit haben, die Frau eher nicht. Eine Frau, die nichts tut, das ist so, Müßiggang ist aller Laster Anfang, eine Frau, die nichts tut, schlecht. Wenn sie gar nichts anderes tun hat, dann soll sie halt spinnen. Dann soll sie halt Fäden spinnen, das ist so das Mindestmaß. Und es war eigentlich tatsächlich ideal, eine Frau tut immer irgendetwas. Und sei es, dass sie ein frommes Buch liest. Von daher, so wahnsinnig viel Freizeit gibt es nicht, aber es gibt eben Beispiele, wo wir sagen können, doch, da gibt es schon Freizeit. Wenn wir natürlich in die Stände nach unten gehen, so auf einem bäuerlichen Betrieb, die haben immer was zu tun. Irgendwas ist einfach immer zu tun. Dass die wirklich da sitzen und gar nichts tun, selten. Und wenn, dann gibt es immer noch irgendwelche religiösen Verpflichtungen. Danke für die tollen Videos. Ich habe eine Frage zur Stadt in der Nacht. Videos, gerne. Wer war nach der Dämmerung noch wach? Wie wurde die öffentliche Ordnung sichergestellt? Tagsüber war das ja kein Problem durch gegenseitige Selbstkontrolle, aber was, wenn alle schlafen? Wie sah es mit Pförtnertürmern, Nachtwächtern aus? Pförtner gibt es. Die Tore in der Stadt werden auch zugemacht in der Regel. Türmer gibt es genauso. Nachtwächter, der klassische Nachtwächter, wie wir uns ihn vorstellen, so mit helle Bade und Laterne und Mantel, den finden wir im Mittelalter eigentlich nicht. Es gibt ein paar Beispiele, wo auch nachts speziell Wächter zum Beispiel die Mauern umrunden, dann eher von außen. Wirklich so patrouillieren in der Nacht in der Stadt eher selten. Aber der Grund, es gibt auch gar nicht so viel Grund dafür. Wie gesagt, die meisten Städte sind eher klein. Gerade im Heiligen Römischen Reich sind die meisten Städte sehr, sehr klein. Und die sozialen Gruppen sind einfach zu klein. Und wenn es Alarm gibt irgendwo, ist die ganze Stadt bewaffnet. Also das ist so. Nach der Dämmerung, ja, es gibt auch nach der Dämmerung in der Stadt durchaus noch Bewegung. Also auch Kneipengänger, Leute, die vom Zunfthaus zurückkommen und sonst etwas. Also auch abends passieren Dinge. Aber es ist halt anders als heute. Es gibt kein ausgeprägtes Nachtleben und irgendwelche Teile, in denen es hochhergeht, sondern das Ganze zieht sich tatsächlich in die Räume zurück. Was tatsächlich, wenn es überhaupt nächtliche Patrouillen gab, dann war auch eine Sache, die sie immer kontrolliert haben, ob noch Leute arbeiten. Denn das Arbeiten bei Nacht war tatsächlich für Zünfte fast immer verboten, aus Qualitätsgründen. Da war ja tatsächlich, man kann ja nachts arbeiten, dann kann man mehr produzieren. Aber im Dunkeln bei Kerzenschein zu arbeiten, mindert die Qualität. Das war die Begründung für ganz viele Beispiele, dass Nachtarbeit verboten war. Wie war das mit Hygiene? Wie wurde Seife gemacht? Klopapier, Zahnpasta und sowas? Habe ich ganz viel schon gemacht. Gerade jetzt eine schnelle Quelle zum Thema Seife. Seife gab es, auch mehrere Beispiele, wurde aber üblicherweise nicht benutzt. Es wurde Aschelauge verwendet. Aschelauge ist der, oder überhaupt Lauge ist der Schritt vor der Seife. Bringt die Lauge mit Fett zusammen, ganz grob gesagt, entsteht Seife. Das kann dann aber auch auf der Haut passieren. Die Fette auf der Haut, wenn ich da Lauge dran bringe, verseift das schon. Das ist der chemische Prozess und dann produziert das mehr Lauge, mehr Seife. Ich kann den Dreck binden. Aber ich brauche nicht unbedingt Seife. Ich kann auch mit Lauge arbeiten. Und zwar sowohl bei der körperlichen Hygiene als auch beim Wäschewaschen zum Beispiel. Da wird ganz, ganz oft einfache Aschelauge verwendet. Da gibt es auch Beispiele, dass Laugenkännchen benannt wird. Wenn es interessiert, wie gesagt, ich habe gerade erst einen Short rausgebracht. Klopapier haben wir alles Mögliche. Da haben wir Leinenreste,
Moos wird genannt, also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zahnpasta in der Form gibt es noch nicht. Es gibt die Zahnreinigung. Ich kenne zum Beispiel Marmorstaub. Ich kenne, was war das Marmorstaub? Was ich sicher kenne, sind gemahlene Walnussschalen. Holzstöckchen, die man gekaut hat, damit sie quasi wie eine Bürste werden, auch. Das findet man immer wieder. Aber eben auch kleine Läppchen, mit denen man die Zähne reinigt. Und die wahrscheinlich älteste Zahnbürste, die es so gibt, dürfte ein Lübecker Latrinenfund sein. Das ist so ein Hygieneset mit Pinzette und Zahnstocher. Und da ist auch eine Zahnbürste dran. Also die Borsten sind nicht mehr erhalten, aber die wird allgemein aus 15. Jahrhundert getippt, wobei ich weiß nicht, ob die überhaupt schon mal irgendwie in einem, ich kenne den Fund, aber ich weiß nicht, ob es da schon irgendeine Literatur gibt. Aber ja, wir haben ganz viele Beispiele für persönliche körperliche Hygiene, immer wieder. Wurde sich im Mittelalter geschminkt? Ja, da gibt es einige Varianten. Also es gibt durchaus, bei Frauen ist ja wenig Teint interessant, also irgendwie groß sowas wie Lippenstift. Wir haben schon so erste Sachen wie Cremes, die man aufträgt, aber auch so Rouge oder Eyeliner, alles sowas haben wir im Prinzip nicht. Wenn, dann wurde eher der Teint blasser geschminkt. In der Renaissance gibt es ganz viele erhaltene Rezepte, da wird dann auch gerne Bleiweiß genutzt oder Belladonna in die Augen und solche Scherze. Da habe ich jetzt im Mittelalter gar nicht so extrem viele Quellen zu. Müsste man ein eigenes Video mal zu machen. Kosmetik im Mittelalter. Ich wüsste, wen ich fragen kann. Aber ja, wir haben im Prinzip schon Kosmetik im Mittelalter. Mich würde interessieren, ob man sich im Mittelalter berauscht hat. Alkohol, Marihuana, Opium oder so etwas. Ja, Alkohol. Ich kenne kein anderes Rauschmittel, das groß verwendet wurde. Also, man kann darüber sprechen, ob Bilsenkraut im Bier noch mehr Effekte hervorruft und so. Opium gibt es wohl in der Medizinnennung, weiß ich jetzt aber nicht viel zu. Marihuana, soweit ich weiß, überhaupt nicht. Weihrauch, weiß nicht, ob der Effekte hat, aber den gab es eben in den Kirchen natürlich. Aber Alkohol ist natürlich das Rauschmittel der Wahl, weil es war einfach zugänglich. Gibt ja immer dieses Bier, hat nichts mit dem dreckigen Wasser zu tun, es schmeckt einfach besser als irgendwelche Wasser in Holzeimern geschleppt. Und je nach Brauart hat es natürlich einen unterschiedlichen Alkoholgehalt. Und wenn ich genug davon trinke, werde ich betrunken. Gibt es dazu aber auch breiteste Auswahl. Also im Tacunium Sanitatis wird gezeigt, wie Leute sich übergeben, weil sie zu viel getrunken haben und so etwas. Das ist alles dabei. Und im Spätmittelalter kommt natürlich auch noch der Branntwein dazu. Im 15. Jahrhundert haben wir, spätestens im 15. Jahrhundert haben wir Branntwein. Dann ist natürlich der Alkoholgehalt entsprechend viel, viel höher und dann habe ich genug Rauschmittel. Dass so etwas zum Beispiel auch wie Mutterkorn absichtlich verwendet wurde als Rauschmittel, wüsste ich nichts zu. Also da habe ich überhaupt keine Information, dass es außer Alkohol irgendein anderes Rauschmittel gegeben hätte. Dann von Lady Steffi. Gab es einen Unterschied zwischen unverheiratet und verheiratet in den Rechten der Frau? Waren Töchter wirklich von der Erbfolge ausgeschlossen? Erstmal die zweite Teil. Ich wüsste nicht, dass Frauen von der Erbfolge ausgeschlossen worden sind. Sie waren nur in der Regel nicht selbst in der Lage, das Erbe anzutreten. Wenn dann ihr Mann. Der. Gibt es allerdings auch Ausnahmen. Also ich hatte ja in dem Film über die Frauen im Mittelalter Margareta Maultasch, die für ihren Sohn stellvertretend, also da haben wir das Beispiel, sie tritt das Erbe nicht selbst an, sondern sie vertritt ihren Sohn dabei, das ist ganz typisch. Und sie verteidigt das dann auch, also führt Krieg und alles. Sie ist die, die das Ganze managt, war gar kein Problem. Eine alleinstehende Frau hätte wahrscheinlich einen Vormund gehabt. Das ist halt der Punkt. Eine Frau war nie ganz alleinstehend, so in der gesellschaftlichen Idee. Es gibt immer jemanden, zu dem sie gehört. Eine Frau ist keine eigenständige Person, kann man sagen. Aber auch die Männer ganz oft nicht, sondern sie gehört irgendeinem Personenverband an, einer Familie, Sippe, nenn es wie du möchtest, einem Haushaltsvorstand. Und solange sie unverheiratet ist, ist das ihr Vater. Sobald sie verheiratet ist, ist das ihr Mann. Aber sie ist nie selbstständig aus sich heraus eine vollständige Person. Wie gesagt, das geht auch vielen Männern so und nicht allen, aber vielen. Das ist aber so das grundsätzliche Problem in der Stellung der Frau in der Zeit. Sie kann da raus, deswegen ist sowas zum Beispiel wie Nonne zu werden oder Begine zu werden echt interessant. Gut, bei der Nonne hat man wieder einen Vorstand, die Äbtissin zum Beispiel.
Und selbst als Äbtissin hätte man dann einen Priester, der sie betreut und so. Als Begine hat sie sogar noch ein bisschen mehr Freiheiten, weil diese Beginenhäuser sind sehr, haben eine sehr flache Hierarchie. Die sind sehr genossenschaftlich organisiert und da kann eine Frau dann ein relativ selbstbestimmtes Leben führen. Deswegen war das tatsächlich eine Option, die interessant war. Sowohl Kapitalismus als auch Sozialismus haben Schriften, die die Vorteile ihres Systems im Vergleich zum Vorgängersystem erklären. Zum Beispiel Adam Smiths Wohlstand der Nation und Karl Marx das Kapital. Haben sich Menschen im Mittelalter auch hingesetzt, darüber geschrieben, was Feudalismus ist, wie er funktioniert und was daran richtig und wichtig ist. Also war es eine Ideologie oder haben die Leute nie über ihr System als Ganzes nachgedacht? Es gibt sehr Frühschriften dazu. Schon Paulus hat darüber schon geschrieben in seinen Briefen. Und die Grundidee ist, die Gesellschaft als Körper oder als Haus zu verstehen. Das Haus Gottes oder der Körper Gottes. Und die Menschen sind Gliedmaßen davon. Sie sind Teil eines Ganzen. Darin gehen sie auf. Das ist ihre Bestimmung. Und daher kommt auch, dass sie, dass das, was gesagt wird, nicht das, was wirklich geschehen ist, dass sie in ihrem Platz bleiben sollen. Gott hat sie an einen Platz gesetzt. Da sind sie richtig. Da sollen sie bleiben. Das ist, wie die Welt funktioniert. Also es gibt da durchaus Literatur zu, ist natürlich religiös begründet, ganz klar. Und auch später wird es genauso immer wieder genommen. Das sind eben diese Lehre, das Haus Gottes, die Zwei-Schwerter-Lehre ist damit verwandt, also wie Herrschaft insgesamt funktioniert. Ich hab's ja nicht nur mit der Ständepyramide, weil das mittelalterliche Bild eben ein anderes ist. Aber ja, darüber wurde geschrieben, allerdings nicht so detailliert und nicht so analytisch wie die Beispiele, die du genannt hast. Das finden wir nicht. Es ist tatsächlich alles eine sehr viel religiösere Beschreibung. Aber das wird als göttliche Ordnung gesehen. Die göttliche Ordnung ist da eine relativ einfache Sache. Das ist so und das bleibt so. Ist halt auch die Beobachtung der Welt. Wie gefährlich war das Reisen im Mittelalter? Der Eindruck aus der Medicus, Rindersagen... Der Eindruck aus der Medicus, Rittersagen, Kinderkreuzzügen, Robin Hood und so weiter, ist, dass man sehr leicht unter Räuber fallen könnte. Reisen, das eigentlich nur in großen Gruppen und mit Bewaffneten möglich war. Entspricht das der damaligen Wirklichkeit? Nein. Und ja. Also sowas wie, zum Beispiel Richard Löwenherz ist nicht unter Räuber geraten. Richard Löwenherz ist unter feindliche Ritter geraten. Wir haben ein riesen Reisesystem mit den Pilgern. Das ist ein Massenphänomen. Wir haben hunderttausende Pilger jedes Jahr. Und die können relativ sicher reisen. Also das ist nicht das riesige Problem. Und Räuber ist ja nicht die Räuberbande, die im Wald sitzt und auf die Gelegenheit wartet. Das ist ja mehr, wir dürfen es eigentlich gar nicht Räuber nennen, es ist mehr der fehdeführende Ritter und der will gezielt etwas haben. Der, oh, da kommt ein großer Wagenzug, das ist interessant. Da brauche ich auch genügend Leute. Also der überfällt nicht den einfachen kleinen Reisenden. Das ist, wüsste ich nicht, dass das ein so riesiges Problem war. Aber grundsätzlich war Reisen gefährlich und je wertvoller das war, was man hatte, umso eher ist es sinnvoll, Bedeckung mit sich zu nehmen. Also es gibt einen Grund, hat ja gerade Frankfurt im Krieg, dass die Wagenzüge teilweise mit 100 Leuten geschützt wurden, mit ganz großer Zahl berittener. Das ist eine kleine Armee, die da einen Wagenzug begleitet hat, denn die Städte hatten gerne Fehden und der Gegner in der Fehde, ein fehdeführender Ritter, der darf ganz legal diesen Wagenzug überfallen. Die dürfen sich zwar wehren, aber sie können nirgendwo hingehen und sagen, der hat uns überfallen, das ist ein Verbrechen. Nee, der hat ja eine Fehde erklärt. Der darf das. Das ist rechtens. Von daher war es sinnvoll, wenn man etwas Wertvolles transportiert hat, dass man das bewacht. Wenn man jetzt zu Fuß unterwegs war, da haben wir ganz, ganz viele Beispiele vom wandernden Handwerker bis eben zum Pilger. Das war absolut möglich, vor allem wenn man auf den großen Straßen geblieben ist. Bürger in mittelalterlichen Städten mussten ja Waffen besitzen, auch in der Stadt patrouillieren. Hatten sie dann dafür auch Knüppel oder ähnliches, wenn es zu Schlägereien kam? Nicht auszuschließen, aber die hatten halt weniger Knüppel, die hatten halt mehr Klingenwaffen, Schwerter. Also Messer, Hauswehr, Bauernwehr, langes Messer, das war ziemlich verbreitet. Und es gab sogar Strafen, wenn man bei Streit oder so das als Zuschauer nicht eingreift, konnte man verbannt werden. Also ja, das ist wahrscheinlich schnell eskaliert, aber die haben dann eben nicht mit Knüppeln, sondern tatsächlich eher mit Klingenwaffen und so etwas eingegriffen. Klingt gefährlich.
Wie groß war der Einfluss der Kirche, der bestimmte, wie etwas im Ehebett zu passieren hatte? Hatten Personen höherer Stände, zum Beispiel Adel, Einfluss oder Bestimmrecht, was im oben genannten Privatbereich der niederen Leute geschieht? Nicht direkt. Da gibt es halt keine Überwachungsmöglichkeit. Andererseits ist halt gerade das Thema Ehebett ein ziemlich interessantes, denn viele Leute hatten nicht die Privatsphäre, die wir heute kennen. Und wir haben natürlich ein ganz klares eine gesellschaftliche Vorstellung, was dazu geschehen hatte. Das war eher eingeschränkt. Also so wie Sex so aussehen sollte, da gab es eine ziemlich klare Vorstellung. Abweichungen waren natürlich unterschiedlich schwer zu kontrollieren. Aber der Einfluss der Kirche war halt so, sie haben den gesellschaftlichen Rahmen gegeben und alles andere war halt auch eine Sünde, die dann mit Beichte und so behandelt wurde quasi. Dass irgendwie härtere Strafen als Bußstrafen rauskamen, da sind wir dann schon in so Bereichen wie Homosexualität und Ähnlichem. Das ist natürlich dann auch ein kompliziertes Feld, weil wir ganz unterschiedliche Ansätze im Mittelalter dazu finden. Aber so, ich sag mal, das, was im Ehebett passiert ist, war eher kaum kontrolliert und höchstens eben als Buße bei der Beichte relevant. Wie wurde im Mittelalter mit Menschen umgegangen, die nicht mehr Arbeit verrichten konnten? Beispielsweise Menschen, die durch Arbeitsunfälle oder durch Kriege sehr stark verletzt, behindert wurden. Menschen, die aufgrund ihres Alters ihre Tätigkeit nicht mehr verrichten konnten. Oder auch Menschen, die schon mit Behinderung auf die Welt kamen. Kümmerte sich die Familie oder die Kirche? Mussten sie betteln oder wurden sie einfach ihrem Schicksal überlassen? Oh, das sind ganz viele Punkte auf einmal. Menschen mit Behinderung, meine Frau kommt aus dem Bereich, die ist Förderpädagogin, arbeitet in einer Förderschule und arbeitet eben auch mit Menschen mit Behinderung. Und die hat dazu mir mal gesagt, dass aus ihren Schülern, die sie bisher unterrichtet hatte, so gut wie niemand mehr im Mittelalter am Leben gewesen wäre. Weil in ganz, ganz vielen Fällen die Ursache der Behinderung ist die Geburt. Komplikationen bei der Geburt in irgendeiner Art und Weise und im Mittelalter hätten sie diese Geburt schon gar nicht mehr überlebt. Wobei. Oder sie wären nicht lebensfähig gewesen, zum Beispiel wenn sie mit offenem Rücken geboren sind. Das ist unter Leuten mit Behinderung gar nicht mal so selten. Keine Chance. Also viele, ganz, ganz viele hätten einfach ihre Geburt schon nicht überlebt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich prozentual weniger Menschen mit Behinderung gegeben hat als heute. Schwierig zu sagen, weil vielleicht gab es auch andere Ursachen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Die es dann noch gibt, da ist es ein ganz unterschiedliches Feld. Also man kann auch durchaus davon ausgehen, dass viele davon ihrem Schicksal überlassen wurden, dass sie ausgesetzt wurden oder sonst oder getötet wurden, durchaus möglich. Je nachdem, in welche Schicht sie geboren wurden, je nachdem, welche Umstände die Familie hatte. Ganz schwierig. Im Adel, da haben wir zumindest Beispiele von Leuten, die mit Behinderungen quasi mitversorgt wurden. Also je höher die Geburt offenbar, umso besser. Viele Tätigkeiten gab es halt nicht. Also die tauchen dann später so um 1500 eben als Narren auf. Da wird dann unterschieden zwischen den künstlichen Narren, also den Spaßmacher und den wirklichen Narren. Und die tauchen auch als Bettler auf und ähnliches. Kriegsversehrte, wenn sie Glück haben, wird sich um sie gekümmert. Also wenn sie zum Beispiel ein städtischer Bürger sind, der im Krieg verwundet wird und seine Arbeit nicht mehr machen kann, das ist zum Beispiel das, woraus sich Türmer gerne rekrutieren. Die kriegen dann eben solche Posten. Arbeitsunfälle, da haben wir eine Zunft, auch da wird wahrscheinlich ein entsprechender Posten gesucht für die Personen, damit sie versorgt. Das hatten wir übrigens am Zweiten Weltkrieg auch, dass einige Berufe tatsächlich mit Kriegsversehrten sehr gut gefüllt waren, weil sie das noch machen konnten. Mein eigener Großvater war zum Beispiel Kriegsversehrter und ist Pförtner geworden in einer Industrieunternehmen, in der Verwaltung war er dann Pförtner. Das ist etwas, was offenbar nicht so selten war. Wir haben aber auch im Mittelalter, vor allem im Spätmittelalter, Armenstifte. Das Stiftungen, die sich besonders um Arme gekümmert haben. Also da kann auch sein, dass die in einen Stift aufgenommen wurden. Die Zwölf-Bruder-Stiftung in Nürnberg ist zum Beispiel ein Beispiel. Das war eine von mehreren Stiftungen für in Not geratene Handwerker. Handwerker, die verarmt sind aus irgendeinem Grund, die wurden dann da aufgenommen, haben Wohnraum bekommen, wurden versorgt, haben am Leben teilgenommen. Also solche Armenstifte sind durchaus
häufiger mal zu finden. Alte, das ist ganz unterschiedlich. Auf dem Land haben wir den klassischen alten Teil. Meine Katze hat einen neuen Lieblingsplatz. Sie sitzt jetzt da oben und bewegt sich gerade. Auf dem Land haben wir eben den alten Teil, auf den sich der Hofbauer zum Beispiel zurückzieht. Bei Knechten und Mägden eher das Armenhaus. Also auch eine Armenversorgung wieder. In der Stadt, Wohlhabende konnten sich in ein Armenstift einkaufen. Also ein Handwerker beendet seine Laufbahn quasi, gibt seine Werkstatt und damit auch das Wohnhaus an seinen Nachfolger, seinen Sohn oder sonstigen Nachfolger ab und kauft sich ein Armenstift ein. Da zahlt er eine Summe Geldes und wird dann für den Rest seines Lebens in diesem Armenstift versorgt. Und das kann auch relativ luxuriös sein. Also da gibt es Quellen zur Nahrung. Es kann durchaus mit ordentlich Fleisch und Ähnlichem sein. Also durchaus nicht schlecht. Man kann sich das im Prinzip wie ein Altersheim vorstellen. Natürlich auch das religiöse Leben wird da natürlich immer besonders berücksichtigt, also so vorbereitet auf den Tod, Gebete und ähnliches. Man kann auch sehen, dass es da direkt Klassen gab, wie gut die Versorgung war. Das kann man vor allen Dingen sehr schön an der Menge der Kerzen sehen. Also wie viele Kerzen kriegt einer, der im Armenstift sich eingekauft hat, pro Woche zur Verfügung. Und das kann eine sein für die ganze Woche, das kann aber auch mehrere pro Nacht sein. Also da gibt es offenbar wirklich unterschiedliche Abstufen, wie teuer man sich einkaufen konnte. Wie wurde der Handel zwischen Städten und Ländern besteuert? Wurde das vom König einheitlich bestimmt oder konnte sich jede Stadt ihr eigenes Süppchen kochen? Noch viel, viel schlimmer. Jeder Zoll und jede Steuer war ein eigenes Recht und es unterschiedlich behandelt wurde. Auch das sind, ich sage es immer wieder gerne, das sind Aushandlungsprozesse. So etwas wie eine wirkliche Steuer gibt es ja erstmal, an den König gibt es erstmal nicht. Es gibt Abgaben, die erstmal von den Landbevölkerung an die Herren gezahlt wird. Da kennen wir den Zehnt an die Kirche, da kennen wir unterschiedliche Abgaben, aus denen sich eben die Adligen ihre Einkünfte haben. Und für den König gibt es Regale. Nicht das, wo man Dinge reinstellt, sondern ein Regal, königliches Recht. Da haben wir zum Beispiel Zölle. Brückenzölle, Wegzölle, das sind königliche Rechte und auf die hat er Anspruch. Und da setzt er dann diese Regale, vergibt er genau wie Lehen. Er hat einen Adligen, den gibt er zum Beispiel Münzregal. Du hast jetzt das Recht, Münzen zu schlagen, aber aus dem Erlös kriegt der König einen Teil. Und wie groß der Teil ist, ist wieder eine Aushandlungssache. Und auch die Städte haben solche königlichen Rechte übernommen, als sie mit der Selbstverwaltung übernehmen solche Rechte, eben Münzrecht, Marktrecht, das sind alles Sachen, die sie übernehmen und dafür zahlen sie Abgaben. Städte zahlen auch oft eine Kopfsteuer. Das ist dann auch wieder eine Aushandlungssache, dann wird zum Beispiel gesagt, pro Bürger und Jahr ein Gulden. Nur so als Beispiel. Das sind alles Einnahmen des Königs, aber die können vollkommen unterschiedlich aussehen. Und dann gibt es wieder, der König als Inhaber dieser Rechte kann davon auch Ausnahmen machen. Der kann zum Beispiel sagen, dass die Bürger der Stadt Köln befreit sind von allen Zöllen in einem gewissen Umkreis. Dann sind halt die, die das Recht haben, Zölle einzutreiben, stehen da und sagen, ja toll, du hast gerade einen Teil meines Einkommens weggegeben, super, aber es ist eben so. Und dementsprechend ist Steuern und Zölle eine ganz, ganz, ganz unübersichtliche Angelegenheit. Steuern generell, wie gesagt, das kommt, wir haben schon sowas wie Kopfsteuern verschiedener Art, ist aber nicht so ausgeprägt, vor allen Dingen Zölle sind ausgeprägt. Da, wo etwas bewegt wird, da werden auch Zölle gezahlt und viele. Je nachdem, auf welcher Handelsstraße man ist, viele. Das kannst du bei Brückenzölle oder sowas oder Wegzölle. Jeder Ritter, der an diesem Weg ist und ihn auch unterhalten muss, der kann seinen Zoll eintreiben. Wie viel wissen wir über Truchsess, Kämmerer und andere Hofämter im Mittelalter? Gibt es Quellen, welche alltäglichen Aufgaben schildern? Wie verhielten sie sich im Beisein von Adligen? Waren diese in etwa gleichgestellt oder waren sie nur bessere Diener oder sogar Leibeigene? Wo schließt sich das aus? Leibeigener ist so ein, also unfrei ist so ein extrem weiter Begriff. Ich habe hier in Münzenberg eine Burg und der Burgherr war ein Unfreier. Der war ein Ministerialer, der war nicht frei. Aber natürlich würden wir ihn als Adligen ansehen, denn er hat die mächtigste Burg in der ganzen Umgebung. Wer ein Diener ist, der ist potenziell nicht frei. Und sowas wie Truchsess, Kämmerer sind Diener. Wir haben aber auch die Reichserzämter. Die Kurfürsten waren auch zum Beispiel Reichserztruchsess und Reichserzkämmerer. Ja, das ändert nichts. Die sind immer noch, dienen jemand anderem. Und dienen wurde ja nicht unbedingt als etwas Negatives dargestellt. Einer hohen Person dienen kann einen selber auch aufwerten.
Und eben diese Höfchenämter, das waren, je höher der Herr dieses Hofes ist, umso eher sind die selber auch etwas Gehobenes. Wenn man einen Fürsten hat, dessen Truchsess, dessen Kämmerer und so weiter, das sind selbst Adlige. Vielleicht Niederadlige, aber in der Regel sind es Adlige. Wobei auch das eine Möglichkeit war, für Bürgerliche hochzukommen. Nehmen wir zum Beispiel Herzogtum Burgund, unter Karl dem Kühnen haben wir bürgerliche Leute in sehr hohen Ämtern, weil sie eben die Beamtenlaufbahn quasi hinaufgeklettert sind. Im Beisein vom Adligen kommt eben auf den Adligen an, ihrem Herrn gegenüber. Sie sind Teil seines engsten Kreises. Sie gehören zur Gang des Adligen dazu. Sie sind wirklich nah dran. Und dementsprechend natürlich gibt es einen Standesunterschied. Ja, wir haben nicht diese barocke Zeremoniell, das gibt es noch nicht. Aber dem eigenen Herrn gegenüber sollte man höflich sein. Man ist aber gleichzeitig gegenüber anderen Adligen unter Umständen in einer höheren Position. Nimmt den Kanzler eines Adligen, eines Fürsten, und dann kommt da ein Ritter und dann ist der eindeutig in der niedrigeren sozialen Position, obwohl der eine Adlige ist und der andere nicht. Das ist ein sehr, sehr komplexes Feld. Wie unterschied sich das Mittelalter in Frankreich, England, Deutschland, Italien? Waren die Kulturen vor der Globalisierung nicht völlig verschieden? Erstmal, was heißt vor der Globalisierung? Die erste Globalisierung hatten wir schon. Wir hatten das Römische Reich. Die hatten alle ähnliche Grundlagen. Und tatsächlich bis ins 14. Jahrhundert hinein sind die Unterschiede erschreckend klein. Es gibt zum Beispiel den Begriff der internationalen Gotik. Das ist so 14. Jahrhundert, frühes 14. Jahrhundert. Wenn ich da eine Bildquelle habe, ist es für mich wahnsinnig schwer zu sagen, bin ich gerade in England, in Italien ist da schon, fängt schon an, sich ein bisschen abzusondern. Aber zwischen England und deutschsprachigen Raum zu unterscheiden, wird echt schwer bei der Mode zum Beispiel. Ganz, ganz schwierig. Wir haben natürlich auch immer Unterschiede, also auch in der Struktur allein schon. Das Heilige Römische Reich ist völlig anders aufgebaut als Frankreich. Total. Aber was die Mode angeht, sehr ähnlich. Sprache haben wir natürlich Unterschiede. Aber die Globalisierung reißt auch nicht ab. Also wir haben auch unfassbar starke Verbindungen. Allein durch Handel und so etwas haben wir einen stetigen Austausch. Im 15. Jahrhundert fängt es dann an, dass sich die Mode regionalisiert und dass die Unterschiede größer werden. Und es setzt sich auch immer weiter fort. Es wird dann noch sogar noch verstärkt durch Trachten in der Neuzeit. Da können wir Trachten, haben wir Trachten als Beispiel. Da kann ich sehen, der kommt aus dem Schwarzwald. Und wenn ich aus der Region komme, weiß ich sogar, der kommt aus dem Dorf, weil er trägt nur das und das an seiner Tracht. Das ist völlig unmittelalterlich. So etwas wie Trachten haben wir nicht. Wir haben gewisse regionale Eigenheiten, die sind aber viel, viel schwächer ausgeprägt. Hatte man im Mittelalter irgendeine Form von gezielter Pflanzenzucht? Zum Beispiel, dass man Äpfel von großen Apfelbäumen genommen hat, um neue Apfelbäume zu pflanzen. Wir haben sogar eine erschreckend vielseitige und komplexe Form der Zucht. Also es gibt das Ménager de Paris, ein Hausbuch aus Paris im 14. Jahrhundert, das ein Pariser Bürger für seine junge Frau schreibt, um ihr so alles zu vermitteln, was sie für den Haushalt braucht. Und darin beschreibt er sehr, sehr ausführlich, wie man Pflanzen auf andere Pflanzen auffropft. Ich habe von Botanik so gar keine Ahnung. Es ist mir vollkommen unklar, was es bringt, einen Weinstock auf einen Apfelbaum oder umgekehrt zu pfropfen. Nicht die geringste Ahnung, aber das schneidet man eben Keile, setzt zusammen. Das machen heutige Gärtner auch. Ich weiß, dass sie es tun, ich weiß aber nicht, was sie da tun. Aber das ist im Mittelalter schon allgemein üblich. Das haben wir schon. Also wir haben eine sehr gezielte Zucht. Auch da haben wir natürlich nicht das Grundlagenwissen. Wir haben noch nicht die Vererbungslehre oder auch nur eine Idee davon. Aber die Beobachtungen waren offensichtlich da. Man hat gesehen, es funktioniert und man hat es gemacht. Aber ja, tatsächlich im relativ großen Stil. Konnte man im Mittelalter einfach so aus einem größeren Fluss trinken, wenn du es nicht direkt in der Meile nach der Stadt machst? Ja, sicher. Also gerade die großen Flüsse, wie sollen die Leute mit ihren Städten, mit sagen wir 10.000 Einwohnern, einen Fluss so verschmutzen, dass der dauerhaft dreckig ist. Also wir haben Abwasser in den Städten. Ich kann mir auch vorstellen, die Bäche und Flüsse, die als Abwasser genutzt wurden, die waren sicherlich nicht angenehm. Da ist alles möglich reingekommen. Aber letztlich macht das halt erstmal auf die Menge Wasser nicht so viel aus. Und das Zeug, ich meine, ganz ehrlich, menschlicher Kot im Wasser sinkt ab und entschuldigen, die Fische finden es gut. Die holen sich das. Ich weiß, aber ist so. Aber du kannst ja heute schon wieder aus vielen Flüssen trinken. Also wir hatten das so, in meiner Kindheit waren die Flüsse echt bedroht, aber inzwischen haben viele deutsche Flüsse wieder Trinkwasserqualität beinahe. Ich würde es nicht machen, weil ich immer noch so... Ne. Aber du kannst es an den Flüssen halt auch daran sehen, was wir damals an Fauna hatten. Wir hatten damals Flusskrebse in den Flüssen und wir hatten damals
Hausen. Hausen ist ein Störverwandter, der hat in der Donau gelebt. Bis Ulm ist der zu finden gewesen, ein Monsterfisch. Ich glaube, der ist 4 Meter oder so. Also richtig groß. Und die sind empfindlich. Die sind, was Wasserqualität angeht, ziemlich empfindlich. Und also wir haben ja Flussfischer. Wir haben in jeder Stadt Flussfischer. In Frankfurt war die Fischerzunft eine der größten. Und das funktioniert nicht, wenn die Wasserqualität nicht halbwegs brauchbar gewesen wäre. Gab es im Mittelalter schon so etwas wie Regenrinnen? Ja, und das beste Beispiel kennt jeder, nämlich die Wasserspeier auf Kathedralen. Das ist ganz bekannt, also denkt an Notre Dame oder so. Diese grotesken Wasserspeier sind Teil eines Regenableitungssystems und bei entsprechend großen Gebäuden haben wir bereits solche Systeme. Burgen zum Beispiel, Türme mit einer Aussichtsplattform zum Beispiel, brauchen ja irgendeine Art von Entwässerung, sonst hat man ja irgendeinen Swimmingpool. Also die normalen Häuser haben sowas selten, dafür sind sie oft zu klein. Bei größeren Gebäuden finden wir sowas allerdings schon. Aber wenn wir zu Großbauten wie Kathedralen gehen, ja, dann haben wir bereits Wasserableitungssysteme. Alexander Donatz fragt, du hast schon öfter über Fernwaffen, Bogen, Armbrust, Kanone gesprochen. Mich würde interessieren, wie sie mit der Munition dazu aussieht. Bei einer Kanone, die Steingeschosse hat, wie muss man sich das vorstellen? Haben die einfach einen runden Stein geschossen? Waren die vielleicht besonders? Ja, die waren insofern besonders, dass sie behauen wurden. Also man hat vor Ort Stein behauen und also zum Kanone. Du musst dir im Prinzip vorstellen, zum Geschützmannschaft gehört auch ein Steinmetz, der dann eben die Kugeln schlägt und dann hat er meistens eine Leere, die hat den Durchmesser des Rohrs, den Innendurchmesser und so eine hölzerne Leere, also Brett mit einem Loch und wenn die Kugel da durchpasst, halbwegs bündig, dann passt sie auch in die Kanone. Sowas wie Gasdichtheit spielt noch keine große Rolle. Das hat man anders geregelt. Also ist auch ein Nachteil der Kanonen zu der Zeit. Mit gegossenen Kugeln wird das besser. Dann ist das Kaliber so nah an dem Durchmesser der Kanone, dass das Ganze, dass weniger Gas, das bei der Zündung entsteht, verloren geht. Das erhöht die Durchschlagskraft dieser Kanonen. Aber im Prinzip haben wir erstmal Steinkugeln, die mehr oder minder genau auf den Durchmesser der Kanone angepasst wird. Also nicht so, dass da irgendwie ein völlig unbehauener Stein verschossen wird. Wir würden das schon als runde Kugeln bezeichnen. Gibt es auch etliche erhaltene. Also in Arsenalen haben die sie erhalten. Wir haben sie teilweise eingemauert in Gebäude. Ich glaube in Ulm im Zeughaus sind Kanonenkugeln eingemauert. Und da kann man eine sehr klare Vorstellung. Das sind also wirklich schön gearbeitete runde Steinkugeln. So funktioniert das Ganze. Zum Mörser hat der Einfache nur Kugeln geschossen mit einer steilen Flugbahn oder gab es auch richtige Bomben? Wir haben auch schon Bomben, ich weiß aber nicht, wie früh die wirklich auftauchen. Wir haben schon eine ganze Menge lustige Geschosse, gibt es auch schon so Hagelgeschosse für große Geschütze, dass du im Prinzip Holzkörbe mit kleineren Kieseln und kleineren Steinen verschossen hast, so als Schrapnellladung und so. Das haben wir vor allen Dingen auf Kriegsschiffen schon. Also bei der Mary Rose, die ist zwar schon in der Neuzeit, sind wir schon im 16. Jahrhundert, aber da hast du eben Nachweise für Kanonen, die solche Geschosse verschossen haben. Also sie haben auch schon Spezialgeschosse verschiedenster Art. Und bei Bogen und Armbrust ist es ein bisschen schwieriger, da musst du die Geschosse ja mit transportieren, aber gerade bei Armbrustbolzen, da haben wir Listen und Beispiele von gewaltigen Mengen. Also in Soest zum Beispiel ist bis heute in einem Turm der Stadtmauer werden Armbrustbolzen aufbewahrt und zwar mehrere tausend, wenn ich mich nicht völlig irre. Und wir haben Quellen, zum Beispiel in Italien auf einen Schlag 250.000 Armbrustbolzen bestellt wurde. Also da reden wir von richtigen Mengen. Du hast in einem Video und sogar in einem Short dieses tolle Multitool gezeigt. Habe ich es hier? Nee, habe ich gerade nicht hier. Nee, habe ich für eine Führung rausgenommen. Egal. An dem auch ein Schraubenzieher ist. Du hast erzählt, dass dies alles, was ein Helfer auf einem Turnier benötigt. Die Frage, die sich mir dabei gestellt hat, seit wann gibt es Schrauben und sind an einer Rüstung wirklich Schrauben? Ja, an einer Rüstung sind wirklich Schrauben. Ich hatte damals, glaube ich, sogar ein Beispiel gezeigt. Kann dir nochmal Beispiele einblenden. Also Schrauben an Rüstung haben wir spätestens im 15. Jahrhundert schon. Wir haben im 15. Jahrhundert auch schon Werkzeuge, um Schrauben herzustellen. Also Innengewinde und Außengewindeschneider. Zum Beispiel, gut, das ist schon 1504. Im Codex Löffelholz werden sehr, sehr fortschrittliche Modelle gezeigt, mit denen man Schrauben herstellen konnte. Auch sowas an Zirkeln zum Beispiel haben wir Schrauben, um sie zu verstellen. Ich kann nicht sagen, wann die wirklich auftauchen. Bin da wieder so meiner Blase im 15. Jahrhundert allgemein üblich, gibt es ganz, ganz viele Beispiele für Schrauben in allen möglichen Varianten. Auch lange Gewinde, auf denen zum Beispiel eine Schreiblade gedreht wird. Ich habe selber einen Nachbau, der mit so einem Holzgewinde funktioniert. Also haben wir ganz, ganz viele Beispiele. Aber
grundsätzlich im Schwebeleiter kann man davon ausgehen, ja, es gibt Schrauben. Sowohl aus Holz als auch aus Metall und an Rüstungen, je nachdem welcher Verwendungszweck. Also an meiner Rüstung zum Beispiel habe ich keine Schraube. Wenn ich irgendwann einen Rüsthaken dazu bekomme, endlich, dann werde ich Schrauben an meiner Rüstung haben, weil die im deutschsprachigen Raum, die Rüsthaken waren meistens mit Schrauben befestigt. Und, aber ich habe zum Beispiel aus dem 15. Jahrhundert einen Schlüsselanhänger, so der, also nicht wie bei uns, ein Anhänger, der an den Schlüsselbund kommt, sondern der kommt an den Gürtel und der Schlüssel hängt an dem Schlüsselanhänger und der wird auch mit einer Schraube gehalten. Also auch beim Original. Das Original kenne ich. Sind das im Mittelalter alles Kanonen und Geschütze aus Metall oder kommen auch Baum- oder Holzkanonen vor? Es gibt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, da steht eine Holzkanone, die ist aber später. Die ist nicht aus dem 15. Jahrhundert. Ich weiß auch gar nicht, für was sie verwendet wurde, ob es für Signale oder sowas. Was ich aber weiß, die Schweden im 30-jährigen Krieg haben Lederkanonen verwendet. Aus dem Mittelalter kenne ich ausschließlich Kanonen aus Gelbguss, also Messing oder Bronze, und aus Stahl, also aus Eisen, aus geschmiedete Eisenringe. Ist die eine Art, Kanonen herzustellen, gegossenes Buntmetall ist die andere. Das sind die Varianten, die ich kenne. Krokis, da hat man einen Lappen um die Kugel gewickelt. Also zumindest bei Handfeuerwaffen ja, bei Kanonen glaube nicht. Aber wenn ich meine Büchse richtig laden würde, dann käme da ein Schusspflaster rein. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer normalen Person aus der Vergangenheit zu reden und Fragen zu stellen, wen würdest du wählen, aus welcher Zeit und welchem Ort? Ich glaube, ich würde nach Nürnberg gehen und Hartmann Schädel fragen. Das wäre so einer meiner ersten Anlaufpunkte. Nikolaus von Kues wäre vielleicht auch noch eine gute Variante. Das wären so Leute, die mich interessieren würden. Oder Walter von Schwarzenberg, den Älteren. Der war Diplomat für die Stadt Frankfurt am Kaiserhof, ist auch rumgekommen. Das wären so meine drei Favoriten. Gab es die Angriffe mit brennendem Pech, wie man sie aus den Filmen kennt? Och, das kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Also nicht so oft, wie man es denkt. Pech ist einfach ein ziemlich teurer Stoff, um auf Gegner zu schütten. Da gibt es Besseres und Effektiveres. Ich glaube, es wurde benutzt, aber ich kann nicht sagen, wann und wie. Kann ich tatsächlich nicht. Was häufiger ist als Pech zum Beispiel, ist ungelöschter Kalk. Viel günstiger, viel effektiver, richtig fieses Zeug. Nimm einen Tontopf, fülle mit ungelöschtem Kalk, pack ein paar Krähenfüße dazu, schmeiß das Zeug runter und du hast blinde Leute mit verätzten Augen, die durch Krähenfüße tappen. Super, richtig fies. Da ist Pech harmlos. Und vor allem auch die Menge, man kennt es, dass so ein riesiger Kessel mit Pech runtergegossen wird, das geht richtig ins Geld und dann irgendwie angezündet wird, zu aufwendig. Das kann man billiger haben. Gab es eine Rente für Invalide? Nicht in Form von Rente. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es eben sowas gibt, dass man dem Invaliden einen entsprechenden Posten gegeben hat, um ihn zu versorgen. Es gibt keine Rente, aber man hat ihm eine Arbeit gegeben, die er noch ausführen konnte. Wer wurde Söldner? Durften auch unfreie Söldner werden oder waren das eher Ritter und Adlige mit Gefolge? Söldner ist erstmal ein sehr komplexer Begriff. Es kann eigentlich jeder Söldner werden. Wenn du für Geld kämpfst, bist du quasi ein Söldner. Es gibt Ritter, die Ritter waren, wobei die oft nicht bezahlt, sondern beschenkt wurden oder es eben um große Summen ging, weil sie mit ihren ganzen Leuten da waren. Ein Unfreier darf erstmal nur dann Söldner werden, wenn ihm das Ganze quasi erlaubt wird oder er wegläuft. Allerdings, wie gesagt, Unfreier ist ein breites Thema. Auch ein Ritter kann ein Unfreier sein, vor allem im Hochmittelalter. Und auch der Kriegsknecht eines Ritters im Spätmittelalter kann ein Unfreier sein. Das heißt, wenn sein Herr ihm erlaubt, ein Söldner zu werden, ja, und wenn er ihm dann erlaubt, irgendwie auf eigenen Beinen zu stehen, auch das. Aber er kann ohne Erlaubnis seines Herrn nicht sagen, ich werde jetzt Söldner. Ganz, ganz viele Söldner waren Bürger, die Kriegsdienst geleistet haben und das dann einfach weitergeführt haben. Es ist durchaus, wenn du als Söldner hast du das Problem, du musst dir die Ausrüstung leisten können. Es gibt eigentlich, ist immer die Voraussetzung im Mittelalter, wenn du als Söldner nicht irgendwo angeworben wirst, du musst deine eigene Ausrüstung mitbringen. Und es geht erstmal ins Geld. Dann wirst du aber gut bezahlt. Die Bezahlung eines Söldners im Spätmittelalter liegt so um die 4 Gulden. Das ist ein guter Monatslohn. Es gibt ordentlich viele Handwerker, die weniger verdienen. Und hat man einen höheren Rang, wächst der Sold sehr, sehr schnell. Es gibt ja diesen berühmten Doppelsöldner, den man auch in der frühen Neuzeit immer findet. Der kriegt halt mal doppelten Sold. Da denken wir mal an den Bienenhändler. Aber zum Beispiel auch ein Regimentsschreiber kann Doppelsöldner sein. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, wo doppelter oder sogar mehrfacher Sold ausgezahlt wird.
Gibt es so etwas wie Genfer Konvention, also menschliche Regeln im Krieg? Ja, gibt es in zweierlei Art. Zum einen gibt es natürlich die Idee der Ritterlichkeit. Also zum Beispiel Karl der Kühne lässt in Granson die Besatzung der Burg hinrichten. Hat man ihm übel genommen. Oder in der Schlacht von Agincourt lässt Heinrich der V. die Gefangenen töten, weil er Angst hatte, sie sich wieder bewaffnen könnten. Wobei es gibt Schlachten, die gehen verloren, weil Gefangene sich wieder bewaffnen können. Hat er durchaus Grund, aber das wurde ihm zum Beispiel als unritterlich angelastet. Also du kannst deinen Ruf auch damit verlieren. Und dann haben wir die Kirche. Ist ganz berühmt, dass die Armbrust verboten wurde. Sind wir schon sehr, sehr früh, was war das, 11. Jahrhundert, glaube ich. Einsatz gegen Christen, der Armbrust wurde verboten. Wie viel Zweck das dann hatte, ist eher fraglich, aber wir haben schon so einen Ansatz. Und wir haben die Gottesfriedensbewegung. Da wird das Fehderecht eingegrenzt. Es wird zum Beispiel unter Fehdeführung der Kirche, dass sich die Ritter verpflichten, an manchen Tagen keine Fehde zu führen. Einfach um an dem Tag Frieden zu haben. Also wir haben solche Ansätze schon, sie werden nur nie kodifiziert und nie wie die Genfer Konvention im großen Stil eingesetzt. Und wir haben auch immer Gegenbeispiele, wo wir auf der einen Seite sagen, ja, da haben wir ritterliche Handlungen im Krieg, haben wir auf der anderen Seite brutale Verstöße dagegen. Ganz klar. Ist nicht anders als heute. Gab es im Mittelalter Formationen, in denen gekämpft wurde oder ein dummes Losgerenne? Dieses Losgerenne, das wir aus Filmen kennen, halte ich für ein ganz, ganz großes Problem. Das haben wir ja überall. Und zwar nur noch. Also auch in moderner Sagen, Avengers Endgame, sie rennen ineinander und prügeln sich. Kein normaler Mensch würde das machen. Und das geben die Berichte über Schlachten auch nicht her. Inwiefern das eine Formation in Form einer Phalanx oder so etwas ist, was wir eben so kennen, sehr, sehr, sehr geordnete Formationen, das ist auch fraglich. Aber dass die Leute versuchen, eng zusammenzustehen und sich keine Lücke zu geben, das ist eher folgerichtig, weil im Getümmel, im wilden Nahkampf kann eigentlich nur jeder verlieren. Und wir reden da von Waffen, die in kürzester Zeit mit einem Schlag den Kampf beenden können. Warum sollte man sich dem hingeben? Und wir wissen aus den Schlachten, wenn wir uns die genau angucken, wenn wir große Opferzahlen haben, dann weil eine von beiden Seiten kollabiert ist. Das ist so der Wendepunkt einer Schlacht. Eine von den Seiten kollabiert und wendet sich zur Flucht und dann beginnt das Töten. Dann auf der Flucht werden die Leute erschlagen. Auf der Flucht kommt es zu den hohen Opferzahlen. Vorher haben wir teilweise ziemlich niedrige Opferzahlen. Schlacht von Hastings zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Da passiert ganz, ganz lange nichts, weil die Gegner den jeweiligen Schildwall der anderen nicht durchdringen können. Schildwall hat man auch, ist auch so ein Problem in der Vorstellung. Man hat ja oft das, was man heute sieht, auf so Reenactment-Schlachten, die Schild ganz, ganz eng stehen. Das muss gar nicht sein. So muss man das nicht unbedingt sehen. Aber den Gegner erstmal zu überwinden, da reinzukommen, ist gar nicht so einfach. Weil wer will der Erste sein, der durch die feindlichen Linien bricht und mitten unter den Gegnern steht? Ich nicht. Ich möchte nicht der Erste sein, der auf den Feind trifft. War damals auch nicht anders. Also ist jetzt eine sehr subjektive Ansicht, aber ich glaube, dass tatsächlich in der Schlacht, solange die Formation hält, oft viel Geschiebe ist, oft viel Druck versucht wird aufzubauen. Und erst wenn eine Seite dann wirklich in sich zusammenfällt, dann wird es wirklich wild. Das war doch jetzt ein schöner Überblick über verschiedene Fragen. Es ging um mich, meine Ansichten, es ging um Gesellschaftliches, es ging um Militärisches. Ich werde so alle halbe Jahr mal gucken, dass ich ein ähnliches Video wieder auflege. Wer seine Fragen jetzt nicht beantwortet bekommen hat, wer noch mehr wissen will, guckt wie gesagt mal bei Discord rein. Da diskutieren wir ständig, da haben wir ständig Fragen zu diversen Themen. Guckt mal rein. Like diesen Kanal, like dieses Video, das hilft sehr, um Algorithmus halbwegs hochzukommen. Und wenn ihr es nicht getan habt, lasst doch ein Abo da. Wäre furchtbar nett. Viel wichtiger aber, Kommentare schreiben. Freue ich mich immer sehr. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund.